So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück aus Uncharted 4. Hier waren wir stehen geblieben in der letzten Folge und da oben müssen wir in den Luftkanal rein. Jetzt schauen wir mal, was gibt's denn da noch zu schauen? Eine Turnierrüstung. Na, die haben wir ja schon gesehen. Ja, wie kommen wir denn jetzt nur da hoch? Gibt's da irgendwas, was wir uns mitnehmen können? Und wo rennt denn der andere Kasper da rum? Ah, da ist was. Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Ein Selfie. Verlier's nicht. Erstmal schön ein Selfie gemacht. Wird das noch schärfer? Ah. Da sind wir mit unserem Bruder. So, und jetzt? Okay, hier oben. Nicht runterfallen. Ich gebe mir alle Mühe. Aber hier komme ich nicht weiter, muss ich nach rechts oder was? Ja, und wo jetzt hin? Rüber oder wie? Na, geht ja nicht. Wo muss ich denn hin? Ach, manchmal liebe ich es echt. Wenn ich so keinen Plan habe, wo wir eigentlich hin müssen. Ach. Oh nein! Wir hangeln uns mal die Wand entlang. Oh. Hoppla. Jetzt schmeißen wir das Ding auch noch runter. Ah, nee, doch nicht. Ist klar, weil der Kram auch alles so an der Wand hält, ne, dass wir hier rumklettern können. Oh, da ist oben ist ein Rauchmelder oder sowas. Dann mal rein. So. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Ja, ist nicht viel, ne? Ah, da geht's lang, okay. Natürlich. Okay. Okay, bin drin. Du die Tür öffnen? Warte. Okay. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel. Ein Schlüssel, selbstverständlich. Wir schauen. Aber erstmal gucken wir uns das Dokument noch an, was hier rumliegt.
lesen. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich in diesem Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, tralalalalalalala, Edmund. Echt traurig. So. Was haben wir hier? Foto. Ich glaube, da liegt der Schlüssel, oder? Hab ja. Ihn. So, dann mal dem Bruderherz die Tür öffnen. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Ja, Schlüssel passt. Wow. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Alter. Da hat jemand viel und gerne geschrieben. Hier liegt doch was. Nein. Okay. Da unten. Irgendwo müssen noch die Aufzeichnungen sein. Da ist noch ein Buch. Das müssen sie jetzt aber sein, oder? Gibt's doch gar nicht. Hier müssen doch irgendwo müssen doch die so viele Akten und Kram. Da liegt doch noch was, oder? Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Was haben wir denn da? Erinnerung. Reichtümer des Paradieses? Okay. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr lesen wollt, dann einfach Pause drücken. Oh, ah. Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Das könnte vielleicht interessant für uns sein. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen.
sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr habt euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Erstmal eine Fluppe, genau. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weiß machen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Ups. Hey. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Okay. Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, shit. Oh, scheiße. Fenster, Fenster, komm! Jetzt geht die Kletterei wieder los. Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Wohin denn? Warte. Okay, jetzt da hoch. Spring einfach, du bist witzig. Erst mal hochkommen. Ja.
Ich komme. Alter. Oh, shit. Wo sind der andere jetzt hin? Ach, da rüben. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Komm, gib Gas. Killer, die werden wir los. Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Stehen bleiben, verdammt. Nichts stehen bleiben, verdammt, Alter. Stopp, da, da. Hier hinten. Ja, und jetzt? Lauf jetzt los, Nathan. Ihr macht doch alles nur noch schlimmer. Ach, was? Einfach mal an vorbeigelaufen. Ah, nicht schlecht. Wow. Ja, natürlich hauen wir ab. Ja. Und aufs Motorrad und Abfahrt. Los, halt dich fest! Uiuiui. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Was sagst du? Nathan Drake.